Jetzt geht's los. Entwicklung der Jugendarbeit im Kirchenkreis Oderland Spree angucke, hat sich in den letzten 2,5 Jahren viel getan. Die alten Projekte sind größer geworden. Die Norwegenfahrt findet mit jetzt 60 Teilnehmenden statt. Die Malcherüste, da waren es über 100 Teilnehmende gewesen. Und ganz ausstrahlungsfähig sind die tollen Projekte vom CVJM in Selo, das Kids Camp, das Teenie Camp und das Musical Camp mit tollen Aufführungen. Es gibt natürlich auch noch das Konfirmandencamp mit knapp 200 Teilnehmenden, nur allein in diesem Jahr. Diese Arbeit funktioniert nur, weil es ganz viele Teamerinnen und Teamer gibt. Die arbeiten ehrenamtlich, sie sind kreativ und machen alle Projekte erst zu dem, was sie sind. Ausstrahlungsfähig, ja, sie machen Spaß für Jugendliche und sie machen Spaß auf Glaube an Gott. 10 Frauen, auf jeden Fall. Was dann auch wichtig ist, dass man so die richtigen Teamer hat, das ist dann immer lustig. Also die Teamer sind wirklich der wichtigste Teil, ohne die würde hier echt nichts funktionieren. Die Teamer wird man bei uns im Camp ab 16. Es liegt an den Teamer. Ich war auch mal Teamer. Daher sind wir auf die Idee gekommen, einen Team Award zu veranstalten. Team Award ist dazu da, dass wir nicht nur den besten oder die besten Teamerinnen und Teamer auszeichnen wollen. Wir wollen in erster Linie Danke sagen. Danke für eure Kreativität, danke für euer Engagement, Kirche für junge Menschen mitzugestalten. Denn durch euch wird Glaube und Kirche lebendig.